Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir rufen uns mal Plätze ran und machen uns auf den Weg zu, ich glaube, Mislav hieß der Jäger, der uns den Fundort der Leichen zeigen soll, sodass wir mehr rausfinden über den Greif. So. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Alles klar. Da hat Spuren. Mislav ist gerade weggegangen. Dann suchen wir ihn mal. Wo sind die Fußspuren hin? Hier führen sie entlang, hier in den Wald rein. Da ist er ja. Hey Mislav. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Zu spät. Noch ein Angriff. Immerhin haben wir jetzt jemanden dabei, der uns mal hilft. Und zwar ziemlich effektiv. Mit seinem Bogen. Ja. Gut. Das ging ja zügig. Oh oh. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Ach. Daher weht der Wind. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Tja. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen.
Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Was ich sagen wollte, kaum im Spiel und schon lauter tragische Geschichten, die wir hier aufdecken. Das wird vermutlich genauso weitergehen. Geben wir ein bisschen Gas. Oh oh, das sieht nach dem Platz aus. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Na, danke schön. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Neue Markierung, zerstörte Brücke, die da drüben. Jetzt noch was. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ja, dann ist die Frage, wo die herkamen. Da hat es noch was zum Mitnehmen. Rüstungsreparaturset. Leinen. Wo komme ich hier wieder raus? Ah, so. Hier entlang. So. Ah, hier hoch wahrscheinlich. Genau. Oh, da müssen wir drüber hüpfen. So viel dazu. Hat ja gut funktioniert. Hey, Geralt. Ich wollte nur den Wolfsbann mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Ja, jetzt aber nochmal gescheit, Geralt. Sehr gut. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Ups. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Ja, das könnt ihr lesen. Einfach Pause drücken. Dann könnt ihr es lesen. Ich werde es mal nicht vorlesen. Wie gesagt, wichtige Sachen lese ich vor, aber nicht so normale Bücher, die man irgendwo findet. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Tja, und noch ein Greif. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Hinterhältig also. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Das machen wir auch. Kampfvorbereitung, da kümmern wir uns auch gleich drum. Ich will erstmal hier ins Charakterteil reinschauen. Wir können jetzt, so wie es aussieht, ein Mutagen ausrüsten. Wir haben nur
Erscheinungsmutagen oder Mittagserscheinungsmutagen, das hat den gleichen Effekt. Wenn wir jetzt was Grünes hätten, würde es Bonus geben. Aber ich weiß nicht, ob es da tolle grüne Sachen gibt. Zusätzliche Vitalitätsregeneration ist nicht schlecht. Ich guck mal gerade nur durch, was es da so alles gibt. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität. Das wäre ganz interessant. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so gibt. Das maximale Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht, dann könnten wir 120 mit uns rumtragen. Die Frage ist, ob wir das im Moment brauchen. Ich glaube nicht wirklich. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Das ist, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Das nehmen wir mal mit und rüsten es aus. Und ein Punkt, den können wir ja uns mal noch aufsparen. So. Sprich mit Besemir. Das machen wir erstmal speichern. Und dann gehen wir mal hier runter vom Berg. Au. Zum Glück konnten wir da runterrutschen. Plätze. Und Plätze kommt auch den Berg runter. Alles klar. Los, los. Und dann geht's ab zu Besemir. Und auf Greifenjagd, schätze ich mal stark. Der kleine Junge hat auch nur das gleiche Lied immer wieder. So, Besemir steht hier. Schon gut. Dieser Bojan, wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja, dann. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte, wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Ja. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg.
Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, wir können loslegen. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Alles klar. Bereite dich auf den Kampf gegen den Kreiden vor, indem du den Trank Donner herstellst. Das machen wir. Können wir? Ja, können wir. Okay, dann müssen wir den noch ausrüsten im Inventar. So. Tja. Gut, Donner, das haben wir. Speicher mal nochmal. Und dann würde ich sagen, finde Wesemir, heißt die Mission, wir legen los. Go Plätze. Dann suchen wir den guten Wesemir mal, der sich ja erkundigt hat, ob die Felder, ob da jemand kommt zu den Feldern. Ergo, ja, er will hier den Köder legen, hat sich nur vergewissert, dass kein Unschuldiger auftaucht halt! Und Greifenopfer wird. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Jo, wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Ich hoffe, das ist kein echtes Schaf. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sondern nur eine Attrappe, weil das fände ich ein bisschen heikel, wenn es ein echtes Schaf wäre. Wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Da ist er ja schon, der Greif. Na, wie gut. Aua. Das war aber nicht ein netter Greif. Dafür gibt es einen auf den Flügel. Aua. Weg, 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 weg. Ich trink mal noch einen Donner. Der erhöht unsere Angriffskraft. Aua. Und die Schwalbe heilt uns. Allerdings halt nur, wenn wir eine trinken. Jetzt haben wir nämlich leider keine mehr. Zeichentechnisch könnten wir mal noch Iki nehmen. Schnell. Ja gut, aber wir haben ihn schon relativ gut runtergeschlagen. Für
den Kampf anfangen. Aua. Mal schauen. Das geht ganz gut im Moment. Lass ihn nicht entwischen! Habe ich nicht vor. Haut er jetzt ab. Okay. Letzte, komm her. Und hepp und hinterher. Wesemir ist da hinten schon. Der hat sein Pferd näher bei sich. Ich lasse Platz mal hier. Dann passiert dem nichts. So. Noch einmal Donner. Dann nehmen wir mal Art. So. Und fällen den Königsgreif mal aus der Luft. Aua. Nicht so nett. Dann hauen wir uns mal noch ein Brot rein. Aber es sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir sind schon ganz gut dabei im Moment. Da fehlt nicht mehr viel, wir haben es gleich geschafft. Verdammt. Nämlich jetzt. Sehr schön. Guter Kampf. Schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Alles klar. Machen wir. So. Und Geralt hat's geschafft. Wir haben's geschafft. Jetzt nimmt er sich noch eine Trophäe mit seinem Mini-Messer, wie wenn er da mit dem kompletten Greifenkopf abtrennen kann. Aber Geralt kann sowas natürlich. Los, lauf! Hol dir deine Belohnung von den Nilfgaardern ab. Das machen wir. So, neue Markierung Mühle. Wir müssen da rüber. Was ist hier noch? Magie. Oh. Ort der Macht. Okay. Ort der Macht und Erscheinung. Hey. Nicht sonderlich nett. Ja, komm mal her in meinen Kreis. Hey, wo ist die Erscheinung jetzt hin? Na gut. Wenn sie weg ist, dann habe ich da auch nichts dagegen. Wir interagieren mal, holen uns noch einen Punkt. Sehr schön. Schauen wir mal, wo wir die denn verwenden können, die Punkte. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%, Adrenalinpunkte geben plus 1%. Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir die Punkte mal da ein. Und sobald wir dann einen freien Platz bekommen, können wir das da einsetzen. Das Schöne ist, dass Essen jetzt 20 Minuten lang Vitalität regeneriert. Das ist echt mega gut. Und ja, jetzt geht's wieder zurück zur Nilfgaardischen Garnison. Und ich denke, den Part könnten wir dann so in 5 Minuten circa beenden. Jetzt geht's erstmal zurück zur Garnison. Das ist nicht allzu weit. Dann holen wir uns da noch unsere Belohnung ab und dann war's das für den Part. Hier müssen wir abbiegen. Und da drüben ist die Garnison auch schon. Jetzt einen bewachten Schatz, den holen wir uns aber wann anders, nicht jetzt. Und ja. Hier ist die Garnison. Ach, die Nilfgaarder sind am Trainieren. So wie es aussieht, unter strenger Aufsicht. Nicht so schnell, Plätze. Und dann hüpfen wir hier mal rüber. Speichern mal nochmal. Und dann geht's hoch zum Kommandanten. Hier durch. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie.
Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ja dann. Dialog, zeitbeschränkte Option. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Na gut, wir nehmen das Geld schon an. Dankeschön und tschüss. Tja. Der eine wird jetzt leider verprügelt. Wir können es leider nicht verhindern. Die Bestie von Weißgarten. Abgeschlossen. Bereite dich mit Wesemir auf den Aufbruch aus Weißgarten vor. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Wir speichern erstmal noch, aber erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Leute.